So, hallo, wir sind immer noch in Hibbeheim unterwegs. Alter, ich wollte da hoch noch. Ja, im letzten Part, den Kampf mit dem Wächter, das hat sich ja ewig gezogen. Das war schon hart. Eiskristall. Was passiert, wenn wir die mit Feuer beschmeißen? Okay, was passiert? Nein, was habt ihr getan? Warum fleischiger Teufel? Ihr habt Heiser, die Entzweiterin befreit. Tod für dieses Verbrechen. Tod. Okay. Schneeaufsteher. Es sind nur zwei. Ich glaube, da sind wir am besten mit Feuer bedient. Ja, wir haben sogar den richtigen erlegt. Erwischt. Ja, ist leicht effektiv. Okay, was hat er jetzt gemacht? Weiß ich jetzt nicht. Interessiert mich auch nicht. Okay, wir haben den gelähmt. Alter, wir haben einen fetten Troll auf unserer Seite. Ich finde es saugeil. So, der ist so gut wie tot. Der liegt noch. Wäre doch fast eine Verschwendung. Okay, haben wir den einen Streifschuss verpasst. Okay, mehr geht nicht. Nummer 2. Verkrüppelt hat er auch noch. Damage, Damage. Oh, der ist erst Level 11. Weil wir mit ein bisschen Damage Gehalt haben. Wir haben nur 6. Mal falsche Skillbar. Dem könnte man mehr Schaden anrichten. Könnte man sogar down kriegen. Jawohl, bam. Hey da, Kristallzersplitterer. Heiser steht bei euch für diese Freiheit in der Schuld. Ich stehe in eurer Schuld. Ja, so sehr, dass ich euer Leben an ihrem Ort lasse und so meine Schuld begleiche. Ich freue mich, wie ihr hergekommen seid. Ein einfacher Mensch im Land der Feen auf den verschneiten Erde von Hibbeheim. Ihr müsst irgendeinen Spalt gefunden haben. Das ist sehr, sehr interessant. Könnt ihr mir dazu mehr sagen? Oh, mein Spitzname sagt doch alles, oder? Ich liebe es einfach. Ich liebe es, in die prallen kleinen Bäuche mit meinen bloßen, reißenden Händen zu tauchen und in der Reihen an das Tageslicht zu zerren. Oh, diese tiefe, tiefe Erfüllung. Die Schreie meiner fernen Lieblinge zu hören. Sie zerfetzt herumliegen zu sehen, während ich über ihn stehe, schnauben, pusten, hecheln, pumpen, oh, die tiefen, süßen Makel der Erfüllung. Ihr habt hütig gesehen, die auf eine Frau aufpassen sollen, die weiße Hexe? Nicht der Schneemann, nein. Einfache Menschen wie ihr, gekleidet in Umhänge und auf dem Weg zur Burg des von König Boreas. Das kann nur eins bedeuten, sie wird ins Gefängnis gebracht. Sie sah übrigens sehr einladend aus, diese Frau. Eine, an deren Leber ich stundenlang nuckeln könnte. Kommt ihr vielleicht einen Weg? Ich kenne einen Weg, denn ich war schon einmal dort. Ich sollte in die eiserne Jungfrau. Natürlich haben die dummen Schneemänner nicht daran gedacht, dass ich nicht in ihren dornigen Körper passe, also wurde ich in Kristall eingeschlossen. Boreas selbst brachte mich mit Zauberwerk in dieses Verlies, aber die Wärter führten mich durch einen versteckten Tunnel heraus. Sie waren zu sicher, wie es scheint, zu sicher, dass kein Kristallsplitter hier an ihnen vorbeikäme. Ich weiß, wo dieses geheime Tunnel versteckt ist. Das Geheimnis kann euch gehören, wenn ihr mir den Spalt zeigt. Ja, ihr müsst durch den Spalt hierher gekommen sein. Verratet es mir, damit ich mich wieder dem Vergnügen des Entweihens widmen kann. Verratet es mir und das Geheimnis gehört euch. Ich werde euch nicht zu euch sprechen. Ich werde euch töten. Alter, der bringt jeden um. Ihr wollt kleine Splitterer.
Es ist an der Zeit, dass ihr zersplittert werdet. Es ist an der Zeit, zerlegt und zerrissen zu werden. Okay. Dann kümmern wir uns halt um den. Also, Niederschlagen müsste immun sein. Okay. Das ist aber nicht so wichtig. Rückt mal auf. Okay, der wäre gelähmt. Heben wir uns mal die Punkte für den nächsten Zug auf. Jawohl, Feuer ist immer schön. Glauben wir mal, dass der auch so rein von Optik her, da wir damit Wasser bzw. Eis nicht weit kommen. Ja, wobei der Schaden nimmt durch den Eisangriff. Also das Wasser. Aber er soll den Mund gegen unterkühlen, okay? Okay, Blutdruck, das war der erste Schritt. Alter, der schaut richtig zerstückelt aus. Okay, immun gegen Gift. Aber das bringt ja nicht viel. Alter, der hat ja richtig Stuff dabei. Sagen wir so, wir werden den Zugang ins dorthin schon finden irgendwie. Und dann kämpfen wir uns den Weg frei. Sollen sie nicht so anstellen. Initiative plus 2, zweihändig, Taschendiebstahl. Alter, das könnte was für die Motorräder sein, zweihändig. Schnelligkeit, Erdresistenz, LP. Können wir nicht brauchen. Schrott. Gewandtheit 8, ist auch nichts für uns. Lehrmeister, Resistenz, okay. Schauen wir mal, der dann zur Hoppa-Laufwahl. So geht das. Tiefe plus 2, zweihändig, Bogen schmieden. Rüstungswert erst besser. Aber er erhöht unseren Schaden massig. Also lassen wir das. Ich habe mir immer noch keine Gedanken gemacht, wie ich die Skillung machen möchte. Sieh an, Kamerad, ihr seid gegen diesen kläffenden Hagelbrock ja wirklich zur Geltung gekommen. Redender Schnee. Pah, so ein lächerlicher Zaubertrick habe ich ja noch nie gesehen. Nun, weil diese Mente uns fremd sind, sind sie nicht weniger als Real oder ich. Sage ich genau, einen Gnadenstoß. Ich habe eine Idee, Kamerad. Schnappt euch eins davon und ich sehe dann, wie ihm das Gesicht zerschmilzt, wenn Motor einmal in seine Richtung rülpst. Alter, in die Richtung rülpst, das finde ich mal saumächtig. Da ist noch eine Truhe. Hey, zu Stein. Das ist cool. Sonst gibt's hier nichts. Jetzt haben wir ja schon alles abgegrast. Die läuft durch Blut. Schick, schick, schick. Leer. Bloß die Frage, wie gehen wir jetzt weiter? Das hat er bewacht. Dann schauen wir doch einfach mal dahin. Alter, hier sind noch mehr Eiskristalle. Alter, fahr zur Hölle. Wir müssen uns auf jeden Fall darum bemühen, dass wir diese verdammte Fäulnis wegkriegen. Falscher Zauber. Eine Truhe. Cool, cool, cool. Schauen wir mal, was wir noch finden. Alter, das kann es aber echt nicht sein. Zwei Hände. So, schauen wir mal. Alter, wir finden ja Stuff ohne Ende. Ich glaube, dass das nichts bringt. Ja, das ist zu schwach. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und das auch. Aber mal, wir kriegen dafür Money. So, wo sind wir hier? Schaut nach Schalter aus. Die wollen wir zu dritt betätigen müssen. Okay. Trennen wir die hier alle mal.
Alter, ich will die getrennt haben. So, mit unserem Ding haben wir das schon betätigt. So. Das ist echt lästig. Alter, was ist das da? Das schaut aus wie eine Öffnung oder sowas. Alter, der hat was gefunden. Okay, Magma. Okay, ein versteckter Schalter. Und was passiert jetzt? Also können wir mit irgendeinem hier das verlassen, ohne dass was passiert? Okay. Das heißt für uns, wir müssten jetzt Gegenstände herbringen, dass wir mit so vielen Leuten wie möglich durchkommen. Hier haben wir ein Fass. Wir brauchen vier Fässer, dann könnten wir die ganze Gruppe mitnehmen. Das war jetzt echt lästig. Aber das werden wir machen müssen. Stell es einfach daher, Chef. Dann kriegen wir das schon. Okay, das ist jetzt ein wenig öde, aber das kriegen wir schon. Ich bin gespannt, was wir da finden. Weil wenn die das so bewachen, dann muss da auf jeden Fall was da sein. Dann müssen wir auf jeden Fall was profitieren davon. Wenn es bloß der Brunnen ist, den wir befreien können. Alter, was war die Scheiße mit dem zu steil? Geht doch. Komm nicht gleich. Alter, die Fäulnis, die Motor befallen hat, das ist echt lästig. Reicht das schon zum Drücken? Jawohl. Oh, fuck. Jetzt die Treppe bewegt, Alter. Ist alles mächtig ausgeschaut. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. So, wunderbar. Es läuft doch. So, unsere Gruppe können wir jetzt wieder zusammenfügen. So, dann soll der mal die Madora heilen. So, wo sind wir jetzt hier? Alter, was ist das? Jawohl, wir haben hier aufgeschlossen. Oh, Wanderer, diesen Brunnen steckt hier fest. Wird aber bei jeder Kleinigkeit weinen. Oh, werde ich wohl jemals wiedersehen? Irgendwie helfen. Natürlich, die Schriftrolle, Wanderer, die Schriftrolle. Mit der Schriftrolle von Boreas heißt es einfach Hallo Wally für den alten Willy. Okay, wir brauchen erst die Schriftrolle noch. Finden wir die hier? Intruder 2. Ja. Okay, Eindringling erkannt, okay. Soll uns das kümmern? Alter, wäre schön, wenn man diese Statuen einfach plätten könnte.
Komisch. Die Frage, wie viele Schalter sind hier? Hier sind auch zwei. Das hört sich echt verdächtig, schaut schon verdächtig aus. So, geht doch mal hier rüber, Leute. Schauen wir mal, was passiert. Komische Sache. Problem ist, dass der von Eindringlingen gesprochen hat. Das heißt, vielleicht müssten wir das irgendwie so anstellen, dass wir die betätigen, aber der uns nicht sieht. Warte mal, langsam. Haben wir hier ein bisschen Stuff dabei, so wir hier drauf schmeißen können. Okay, den Kochtopf habe ich eh noch nie benutzt. Betätigen wir jetzt den Schalter mit dem Kochtopf oder nicht? Ich denke mal ja. So, jetzt müssen wir mal zur Madora wechseln. Schauen wir, was die hat. Der hat auf jeden Fall auch was rumliegen. Der Trank reicht. Der reicht sogar laut, wenn ich zu dem Klicken trauen sollte. In der alte Speer. Bestimmt auch in den Rotz. Okay, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so funktioniert hat. Weil vor allem, wenn wir jetzt da nochmal hingehen, dann macht es auf jeden Fall Klick. Warte mal, den Schalter können wir betätigen, ohne dass die was sehen. Der scheint auch nicht in die Richtung zu zeigen. Okay, das Rätsel wundert mich jetzt. Das die Statuen scheinen was zu sehen. Alter, der sieht auch nichts. Sich da was verändert? Nee. Ja, ja, labert noch weiter. Interessiert doch keinen. Sag mal, so unsichtbar machen kann ich dir auch nicht alle. Nur unseren Schurken. Und ich glaube, einen Zauberspruch hätte ich dabei. Aber wie oder was? Keine Ahnung. Gute Frage. Okay, irgendwie hat das auf jeden Fall mit den Viechern da zu tun. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir das jetzt beenden sollten. Wie wir da jetzt weitermachen. Ich habe hier auch leider... Hier wären noch Kisten zum draufstellen. Ich
Hier haben wir ja alles zerstört, jawohl. Wunderbar, der Pet hat wieder seine Zerstörungswut rausgelassen. Würde mal interessieren, wenn ich jetzt so ein Fass mitnehme. Ob das klickmäßig irgendwas... Alter, jetzt rutscht der aus, der verdammte Vollspacken. Ich finde das echt lästig. Das ist, also wenn ich froh, wenn wir hier aus Hilberheim weg sind. Alter. Da unten wird's heiß. Ist der jetzt fertig mit hinfallen? Hoffen wir's doch. Alter. Was soll die Scheiße? Was fängt denn da das Rennen an? Vor allem, dass die dann liegen bleiben. Hey, da könntest du doch echt kotzen. Wenigstens das hat funktioniert. Es würde mich bloß interessieren, ob jetzt mit dem Fass, ob da jetzt irgendwas dann noch passiert, wenn ich das jetzt so drüber schmeiß. Schauen wir mal, ob das dann ein Klickgeräusch gibt, so, also so ein richtiges Klick anzeigt, wie beim letzten Mal. Also wenn der Charakter drauf geht. Fahrt blockiert, was soll der Scheiß? Also einmal mit dem Durchmanövrieren wird das also nicht. Aber kriegen wir schon. Kann sich nur um Stunden handeln. Lauf! Ja, das hat auch kein... nicht so das richtige Klick gemacht. Dieses Schalterklick. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht können wir das an späterer Stelle mal probieren, mal Wally befreien. Vielleicht weiß ich bis dahin. Alter! Verbindet! Wahrscheinlich sind die nicht nah genug zusammen. Ich könnte schauen und die verbinden. Die hier herlaufen lassen. So, okay, dann verpassen wir dir eine Heilung. Müssen wir drauf aufpassen, wenn hier der Scheiß voll ist. Ja, dann verlassen wir hier diese Stelle hier mal. Schauen wir nochmal, wir schauen die Map aus. Ja, wir können jetzt ein, nur noch, müssen noch die linke Seite komplett erkunden. Und wir haben ja nach rechts noch eine Menge offen. Heißt, ist die Frage, können wir hier weiter? Können wir weiter, 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 weiter? Alter, wir haben ja noch ein paar Sachen vergessen anscheinend. Racer mal ab mit Hast. Dann klären wir hier das noch in dem Part ein bisschen was. Ein paar Sachen suchen und dann schauen wir nochmal, ob wir was finden. Lauft! Schneller, Leute, schneller. Alter, hier ist noch was gefangen. Das kann nur. Schaut nach dem Erdelementar aus. So wie ich das jetzt sehe. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis der aufgetaut ist. Zurück, Schleimbeutel. Wer seid ihr, dass ihr durch unser Land streift und die Vollziehung der Gerechtigkeit stört? Dieser Gefangene wurde angeklagt, überführt und vom Hohen Gericht in Hilberheim verurteilt. Welches Verbrechen hat dieser Gefangene begangen? Extremistenabschaum. Seine Verachtung für die Herrschaft des Königs führte zu zwei grausamen Toten, die das Ungetüm den Preis des Protestes nannte. Aroka bestimmt, dass er den Elementar in Hilberheim dieselbe Rechten verdienten wie wir vom Eis. Er forderte, dass Gefängnisstrafen für Grüne und Erdbraune genauso lang sein sollten wie die für Eiselementare. Einfach absurd.
Da der König die wahnsinnigen Forderungen des Verrückten nicht hinnahm, schlug der Feind zu. Er brach in das Gefängnis ein und befreite 3 Höchstsicherheitsinsassen, alle von ihnen Erdelementare. Einer dieser Gefangenen ermordete ein unschuldiges Kind des Eises. Der andere wurde brutal von einem Mob zu Steinhäufchen geschlagen, als sein Versteck bekannt wurde. Sagt, oh, aufgeblasener Blutbeutel, verdient ein solcher Pflanzer von Tod und Zwietracht die Freiheit? Ich werde Folgendes tun. Quenius ist kaum dort für erbarmungslose Gerechtigkeit. Sein Politik stand seinem Verstand im Wege. Jetzt muss er den Preis dafür bezahlen. Das zweite hört sich gut an. In der Tat, dieser König Brüder hat das Recht missbraucht und das Streben nach Gleichberechtigung in seinem Land zum Schweigen zu bringen. Dieser Rüpel. Er unterstützt das Erdelementar. Schon komisch. Eine ewige Strafe, die von einem Affen aufgehoben wird. Wir brechen euch Arme wie Zweige, bevor wir zulassen, dass dieser Schleim freikommt. So, ein Erdelementar als Verbündeter. Cool, cool, cool. So, den ersten setzen wir außer Gefecht. Und beenden dann schon mal unseren Zug. Schneeaufseher. Zahn haben es eingefroren. Geblendezimmer. Okay, die haben zum Glück unsere Magierin nicht geblendet. Aber die haben sie eingefroren. Gerade die, wo. Alter, die haben 3 Leute vor uns eingefroren. Was soll der Scheiß? Alter, hat der verdammte Vollpfosten jetzt uns allen Schaden gemacht? Alter, wenn der nicht. Der hat die jetzt alle umgelegt. Aber wenn der nicht vorsichtig ist, dann haben wir den auch um. Okay, mit ein bisschen was hat er sich geheilt. Okay, der verstärkt sich jetzt. Rasen vor Wut, okay, der scheint richtig mächtig zu sein. Aroka. Okay, cooler Scheiß. Ziel blockiert. Die haben zwar gesagt, man kann die aufeinander drauf werfen. Aber so direkt funktioniert das ja auch nicht. So. Dann können wir gar noch Flächenschaden machen. Brennung fehlgeschlagen. Wenn ich so Schaden gemacht, ja, aber Vollgas. Okay, wir heilen uns am 15, dafür machen wir auch mächtig Schaden mit einem Hit. Okay, Wasserschaden. Ah, den brauche ich nicht lähmen, den können wir so umhauen. Okay, Haspin, das nutzen wir dann für den nächsten Zug. Okay, eure Magie, meine Magie, okay. Kleiner Halbus für den Schurken. Großer Halbus für unsere Magierin. Das finde ich schon mächtig, momentan wie wir aufgestellt sind mit der ganzen Heilerei. So. Der verträgt auch nicht mehr viel, da reicht der Hit. Sie ist unsichtbar, was hat die Scheiße? Ah, wir haben ihn doch vorhin erwischt. Jawohl, so muss das gehen. Ja, nicht weggehen. Okay. Schaut schon mal gut aus. Okay, wir sind vergiftet. Müssen wir uns aber jetzt mal nicht weiter stören. Okay, jetzt werdet ihr gelähmt. Sau cool. Dann gehen wir den Rest und unterhalten uns nochmal mit dem Erdelementar. Ich bin nochmal gespannt. So, das müsste es gewesen sein. Schnüffel, schnüffel, kann es sein. Bäume, Erde, Erdreich, der Duft von Winterkiefern und Erde. Ha, ein Hauch frischer Luft nach dem jahrelangen und spiegelglatten Aroma des Eises, das mich umfing. Ich danke euch herzlich für die Befragung, Fremder. Ihr seid mir ein Anhänger der Erdgleichheitsbewegung.
ihren Aufenthaltsort. Ich kenne ihren Namen nicht, aber sie ist eine wichtige Gefangene. Sie wurde zu Boreas Gefängnis gebracht. Vor nicht allzu langer Zeit entschied ich mich, in dieses Tyrannenhaus, das Haus der Ungerechtigkeit, einzubrechen. Das war nicht einfach, aber jede vorsichtige Bewegung wert. Muss ein wenig ins Gefängnis finden. Und ich soll euch helfen, nicht wahr? Nur weil ich Leib und Leben für mein Volk aufs Spiel gesetzt habe, heißt das nicht, dass ich das auch für euch tun werde. Das ist eine Information. Alter, ein Mangel an Risiko bedeutet kaum ein Anreiz für Dienerschaft. Ich würde euch nicht einmal helfen, wenn ich ein weiteres Leben in diesem gefrorenen Käfer bringen müsste. Alter, davon weiß ich leider nichts. Wenn ihr es hineinschafft, den Erzunterdrücker Boreas selbst trefft, stampft ihr ihm freundlicherweise von denen der Erde fest in die Rippen. Alter. Ich bin auf dieser tyrannischen Gefängnisebene ein Befreier und ein Gleichmacher. Einer von wenigen, der sich steinhart der unzähligen Fehlurteilen von König Boreas entgegenstellt. Der Tyrann, Meisterhüter des Gefängnisdimension des Feenlandes, übt eine Macht über uns Erdelementare mit eiserner Faust aus. Für ein gleichwertiges Verbrechen würde ein eisiger Dieb oder Attentäter nur die halbe Strafe eines Mussbedeckten bekommen. Ich habe protestiert. Als ich herausstellte, dass meine Bitte auf taube Ohren stößt, nahm ich das Gesetz in die eigene Hände und habe drei meiner Art aus Boreas Gefängniszelle befreit. Ich wurde für meine Verbrechen mit dem Eis eingeschlossen. Ruhig gestellt, aber Schluss mit Ruhe. Ah, Boreas, diese uralte Schwein will die Waage der Gerechtigkeit über das Feenland halten. Aber er kippt das Gleichgewicht zugunsten seiner eigenen Leute. Die anderen Könige des Feenreichs, echte Anführer, alle Elementare, stören ihren verrückten Bruder und sein Eisgefängnis nur ungern. Sie schicken ihre Kriminellen zu ihm und er kümmert sich um sie nach seinen eigenen launenhaften Gesetzen. Ein paar Fragen. Okay, bin da mal weg. Ich fliege schon bald in meine Heimat, für immer und ewig heraus aus dieser eisigen Ödnis. So, möchtet ihr noch etwas wissen, bevor ich verschwinde? Ja, das soll abhauen. In diesem Fall werde ich gehen. Ich werde keinen Moment länger einen eisigen Käfig verbringen. Viel Glück und leb wohl, Freunde. Okay, das finde ich jetzt echt lästig. Der hätte uns ruhig auch mal sagen können, wo hier zum Gefängnis geht. Alter, hier unten haben wir noch mehr. Wir haben jetzt hier überhaupt alles abgegrast. Alter, der muss noch ein bisschen heilen. Bevor wir wieder in einen Kampf verwickelt werden. Truhe, Truhe, Truhe. Cooler Scheiß. Verringert die Willenskraft eines Ziels. Okay, ich weiß zwar nicht, was hier drin sein soll. Truhen. Wieder in der Feuerzeug, in der Pflanzenzeug. Sind wir noch froh, dass wir fleißig Feuermagie nutzen können. Okay, hier war nichts. So, dann sind wir hier wahrscheinlich durch. Auf der ganzen Ebene. Dann werden wir... Okay, anderes. Wir werden jetzt den Part an der Stelle beenden. Und wir sehen uns dann mit dem Rest von Heberheim uns anschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao.